herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir grüßen auch in diesem Jahr wieder von der Venus, der Erotikmesse hier in Berlin und haben zur Thematik den perfekten Orgasmus. Wenn nicht hier, wo finden wir dann heraus, wie das gelingt und ob man vielleicht schon einen hatte? Ich bin wirklich sehr gespannt auf die Antworten. Wir legen jetzt los. Euch ganz viel Spaß bei dem Video. Auf geht's. Na hallo. Hallo. Dankeschön. Wer bist du denn? Ich bin Paula von Angel Hair. Natürlich bist du das. Ich mach den ganzen Puppies die Haare. Oh, okay. Das heißt, du bist ja, auch nicht schlecht. Heute ist O-Zapft. O-Zapft ist. O-Zapft ist? Ja. Das, also wenn die Leute jetzt das Video vom letzten Jahr gucken und jetzt direkt alle anderen Videos überspringen und wieder einschalten, dann könnten die meinen, du kriegst nichts anderes. Du, das ist mein Standard-Outfit, das ist meine Signaturjacke. Allround von mir designt und gibt's nur ein einziges Mal auf der Welt. Wir wollen heute über den perfekten Orgasmus sprechen. Schwieriges Thema. Schwieriges Thema, deswegen sind wir ja auch hier, weil wir Experten brauchen, wie dich. Wie gelingt der? Alleine. Viel Spaß. Für einen perfekten Orgasmus muss man natürlich auch entsprechend was da haben, was in der Hose haben. Ne? Ich wurde glücklicherweise ausgestattet mit Kaliber 19x5,5. Eigentlich waffenscheinpflichtig, aber ich darf damit rumlaufen. Yeah, it's okay. Normally I'm naked. Yeah, but not for please, you. Please, please, no naked. No naked, no naked. No naked, no tits. Yeah. Männer, die jetzt nicht so gut bestückt sind, haben es schon schwieriger. Würde ich sagen, schon etwas schwieriger, aber man kann ja auch einiges mit den Fingern und mit der Zunge machen. Ich kann alles mit meinem besten Stück machen. Wir reden heute über den perfekten Orgasmus. Oh, interessantes Thema, ja. Wie gelingt der? Wie der gelingt? Mit der richtigen Technik, mit den richtigen Hilfsmitteln. Wie gehst du mit Frauen um, die dir was vortäuschen? Ich merke das. Ja? Ich merke das, wenn eine Frau vortäuscht. Aber ich bin cool damit. Ich sage jetzt nicht, ah, du hast jetzt vorgetäuscht oder sowas, sondern die Frau täuscht ja vor, teilweise natürlich auch, um einem ein Kompliment zu machen, ja, um einem zu gefallen. Wir reden heute über den perfekten Orgasmus. Okay. Und wenn das jemand weiß, wie das funktioniert, dann du, oder nicht? Ja, es kommt natürlich immer darauf an. Bei uns Männern ist es natürlich ein bisschen einfacher gestrickt. Der Mann kommt eigentlich fast immer. Was könnte da ein Hilfsmittel sein? Ich schwöre immer auf mein Hitachi. Schon mal gehört? Hitachi? Ja. Nee, was ist der Hitachi? Erzähl mal. Oder er ist auch bekannt als Magic Wand. Ah, ja. Ja, jetzt klingelt's? Nee. Wenn das jetzt Männer zu Hause sehen und sich denken, ey, scheiße, wie kriege ich das mit meiner Freundin zu Hause hin? Der ultimative Tipp von dir. Ja, der ultimative Tipp ist ja schon mal, auf was steht die Frau. Es gibt ja Frauen, die sagen von vornherein, du brauchst bei mir gar nicht lecken, f*** mich einfach. Heute reden wir über den perfekten Orgasmus. Der perfekte Orgasmus. Wie gelingt der? Also bei mir durch Hörpornos. Das Ding hat richtig Power und wenn du das drauf hältst, dann gehst du ab. Oh ja, und das öfter. Wann zuletzt genutzt? Heute Morgen? Also wenn die Leute das jetzt zu Hause nicht mehr hinkriegen, dann weiß ich auch nicht, oder? Ja, die Leute sagen auch immer, ich soll irgendwie Kurse geben für Männer oder die Mach Frau. Doch mal. Oft, ja? Mach doch mal, geh doch mal zu jemandem nach Hause und sag mal, so hast du es zu tun. Ja, oder ich meine, gib mal Schulungen, aber jetzt bin ich ja noch ein bisschen mehr selber aktiv. Das kann man im Ganzen auch noch sehen. Warst du heute auch aktiv? Ich schweige wie ein Grab. Ja, ja, und Joni-Eier. Also für Frauen empfehle ich allen Joni-Eier, aber aus Kristall. Okay. Geil, seit ich Joni-Eier benutze, kann ich vaginal kommen und squirten. Vorher immer nur klitoral. Wie gelingt der perfekte Orgasmus? Weißt du, wie das geht? Für mich oder für die Frau? Für die Frau. Ich glaube mit viel Abwechslung. Wann war der letzte? Gestern. Gestern? Gestern Nacht. Heute noch nicht? Nee, heute habe ich noch nicht gefickt. Aber wenn du mit einer im Bett zugange bist, wie gelingt der perfekte Orgasmus? Bruder, ist auf jeden Fall viel Arbeit, ja? Viel Arbeit? Ja, viel Arbeit und Ausdauer, mehr kann ich dazu nicht sagen. Hast du noch einen kleinen Tipp für die Männer zu Hause, was sie unbedingt machen sollten, um bei der Frau den perfekten Orgasmus auszulösen? Da auf jeden Fall G-Punkt-Stimulation. Aber ganz sanft erst anfangen und dann immer mehr. Es fühlt sich so an wie so ein, das ist so eine Stelle, fühlt sich sehr rau an wie so ein Handtuch. Und dann gehst du immer mehr so und du merkst schon so, magst es nicht. Wir haben sogar einen Endgegner von Dildos gefunden. Was war das, 42 cm? Ich bin fast vom Hocker gefallen. Hast du den eingesteckt? Ja, wäre geil. Na, da haben sie mir so ein Mini-Format erstmal hier geschenkt. Ohne Scheiß. Okay. So, dann haben wir hier 31 cm und weißt du, wo sie es einführen?
hinten. Nicht ganz tief rein und so machen, sondern kurz nach dem Eingang zu der rauen Stelle und die penetrieren in Bedrehungen und so weiter. Die wird immer dicker und dann Druckstrücken und dann kann sie sogar squirten. Wahrscheinlich. Also wenn die Männer jetzt immer noch zu Hause das nicht können, dann weiß ich auch nicht. Also besser kriegt man es ja gar nicht gezeigt, oder? eBay. Der perfekte Orgasmus, wie gelingt der? Wie gelingt der? Ja. Kann ich auch nicht sagen, hatte ich noch nicht. Hattest du noch nicht? Selber nicht und auch selber nicht fabriziert. Ja. Wie gelingt der perfekte Orgasmus? Wie gelingt der? Ja. Wie gelingt der? Mit 42 Zentimetern? Nee. Fingerspitzengefühl. Und Gleitgel. Und Gleitgel. Ich sage euch, Gleitgel ist der Shit. Wie gelingt der perfekte Orgasmus? Gute Frage. Nein, ich weiß das natürlich. Tatsächlich kommt es nicht auf Schnelligkeit oder Tiefe drauf an, sondern einfach auf Technik. Über den perfekten Orgasmus. Wie gelingt der? Hattest du das schon mal? Ich glaube schon. Ja? Ja, du? Sollen wir mal? Wann hattest du deinen letzten perfekten Orgasmus? Heute Morgen. Heute Morgen? Ja. Deswegen strahlst du so, ne? Ja, natürlich. Heute Morgen der perfekte Orgasmus, jetzt auf der Venus unterwegs. Ja. Wie gelingt der perfekte Orgasmus? Also auf jeden Fall richtig gutes, langes Vorspiel. Ganz viel Zunge, ganz viel Finger. Und dann zum Schluss, kurz vom Höhepunkt, gehst du rein, gibst nochmal alles. Zuerst gefühlvoll, dann ein bisschen härter und sie wird schreien. Das ist ja die perfekte Anleitung. Ja, perfekt. Das kannst du so niederschreiben, als Buch verkaufen und du wirst reich. Und falls jemand nicht verstanden hat, Videos, ne? Oder Videos, ja, genau. Oder anrufen. Ja, oder magst du deine Telefonnummer kurz in die Kamera sagen? Wir stehen einfach auch hier. Ich tue einfach auch so, als wenn ich zu dem Stand hier gehöre. Mal gucken, vielleicht kommt da irgendjemand. Aber muss ich mein T-Shirt wahrscheinlich auf. So, hallo. Grüß dich doch erstmal. Also, hi. Also der Mann kriegt es ohne Hilfsmittel nicht hin. Also ich glaube, Frauen haben allgemein so ein bisschen schwerer, einen Orgasmus zu kriegen, würde ich mal behaupten. Ich zum Beispiel komme nur von vorne, nicht von innen. Okay. Und ich brauche auch immer Vibrator. Wie gelingt der perfekte Orgasmus? Oh, also bei mir eigentlich immer mit meinem Lieblingsspielzeug. Und das ist? Das ist wie so ein Rabbit. Kennst du diese Vibratoren? Die haben so eine Fühler dran, ne? Fühler? Naja, ich sag immer Fühler dazu. Also das sind zwei so eine Widerhaken. Hört sich blöd an. Wir sagen Fühler. Was? Wann war der letzte? Vor einer Woche oder so. Eine Woche? Ja. Ich hab keine Zeit. Was ist da denn los? Ja. Also ich habe hier heute Abend schon einige interviewt. Und alle hatten zumindest immer gestern. Du eine Woche. Ich wollte gestern, aber ich war zu müde. Für die Männer, die da jetzt sitzen und total traurig sind, dass sie ihre Frau nicht befriedigt kriegen. Ja. Was können sie tun? Ein Spielzeug benutzen. Hast du deine Maske eigentlich im Bett auch auf? Nein, bisher nur in den Filmen. Vielleicht machst du es mal. Wie gelingt der perfekte Orgasmus? Ja, das sag ich mal, ist Technik und dann manchmal auch die Größe spielt da eine Rolle, ne? Die Größe? Manchmal schon, ja. Ehrlich? Wenn die Technik nicht stimmt, dann muss ja irgendwas punkten, ne? Dann ist es halt die Größe. Wenn ihr zu Hause Zeit habt, dann ist, glaube ich, das Vorglühen das Wichtigste überhaupt. Das Vorglühen? Der Dame. Ach so, ich dachte, die sollen sich erstmal allein reinschrauben. Nein, bitte nicht. Wie groß muss er sein? Kann da nie groß genug sein, oder? Jeder so, wie weit er gehen kann, ne? Okay, das heißt, so ein 25 cm Prügel ist bei dir richtig. Wer es mag, also, ne? Genau. Wenn man den kompletten Song La Bamba einmal singen kann unten, dann ist man schon mal ganz gut vorbei. Das ist ja vielleicht ein wirklich guter Tipp für zu Hause, ne? Ja, also Musik hilft auch. Musik. Generell, ja. Sehr gut. Hatten wir heute noch nicht gehört, notieren wir uns. Wir reden heute über den perfekten Orgasmus. Oh, okay. Oh, hattest du heute schon einen? Leider noch nicht. Oh nein. Es wird Zeit, oder? Bin ich auch dafür. Ich denke Lass auch. Lass uns Backstage gehen. Lass uns Backstage gehen. Wir machen VR-Filme. Pornofilme. Für Erwachsene sehr versaut, ja.
sehr versaut, das ist genau mein Ding. Dringend die Brille mal aufsetzen, das ist die neueste, die da ist. Und kann ich jedem nur empfehlen, danach will man nie wieder mit dem Handy in der Hand spielen. Das heißt, wenn jetzt jemand, ich sag mal, nicht so gut bestückt ist, ja, es kommt auf die Technik an. Ja. Was für eine Technik ist denn hilfreich? Also ich mag zum Beispiel nicht so langsam. Nicht so langsam. Genau, richtig. Magst du es schneller? Richtig, genau. Also wie gelingt der? Bei einer Frau? Bei einer Frau. Sei kommunikativ, frag sie, was sie mag, ob sie es härter mag, weniger hart mag, eher romantischer mag oder sowas. Frag sie einfach und bleibt in Kommunikation miteinander. Okay, also Kommunikation. Ja. Ist das bei dir auch so der Fall? Auf jeden Fall, ja. Ja. Okay, der Eindruck ist Wahnsinn. Ein geiles Ding. Was kostet sowas? Kriegst du ab 300 Euro eine vernünftige Version. Oh, okay, da hätte ich mehr gedacht. Also für 300 Euro hat man ein ganz anderes Erlebnis. Das stimmt, das mögen die Leute. Das mögen die Leute, auch du? Ist okay. Also für mich ist immer wichtig, dass mein Partner mir Spaß bereitet und ich halt auch ihm. Und jeder Mensch ist anders. Worauf du vielleicht stehst, irgendwie steht ein anderer Mann nicht drauf. Worauf stehst du? Eher ein bisschen auf härteren Sex. Auf härteren, natürlich. Ja. Wann hattest du zuletzt härteren? Gestern Abend. Gestern Abend. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. So, also daheim auf dem Sofa. Absolut. Magst du es am liebsten? Absolut. Aber die Frau dann auch? Ich bin mehr der gefühlsvolle Mensch. Ja? Ja, da trifft man ja in der Regel nur so, ich sage mir die Extreme. Ja. Die Extreme trifft man da. Ja. Ja. Und ich bin ein normaler Mensch. Also ich muss sagen, dein Stand ist der coolste. Weißt du warum? Weil du Süßigkeiten hast. Ja. Wie mega ist das denn? Oder? Ich muss mal sagen, ich bin Oberbayer. Ach ehrlich? Ja, absolut. Ah, hör mir auf. Ich hab vor zwei Wochen, vor 14 Tagen, habe ich katholisch geheiratet. Hey, ich würde sagen, wirklich, besser wird's heute nicht. Ja, ich würde auch sagen. Kriegt man hier was zum Lutschen, was zum Knabbern hier? Lutschen ist dein Ding. Und hier geile Sachen. Ja, Lutschen ist immer mein Ding, auf jeden Fall. Heute schon gelutscht? Ja, meine Mauern und ich habe Bratwurst gegessen. Aber ich glaube, später lutsche ich noch andere Sachen, bin ich mir ganz sicher. Ja, ja. Natürlich kenne ich dich. Wie kann ich denn Lina Love vergessen? Ja, das weiß ich auch nicht. Ich bleib ja im Herzen. So, letztes Jahr wurdest du ausgezeichnet, dieses Jahr auch? Nee, dieses Jahr leider nicht. Hat nicht gereicht. Muss ich nächstes Jahr ein bisschen mehr Gas geben. Ich glaube auch. Kleine Schwächephase aktuell, ne? Ja, ich lass nach, ja. Merkst du es? Ja, ja. Soll ich drauf unterschreiben, oder was? Ja, ja. Lia Engel, oh, neben der unterschreibe ich gerne. Ich finde, beim Sex muss einfach so die Sympathie passen. Und okay. Wenn man da einfach den richtigen Sexpartner oder die richtige Sexpartnerin hat, du weißt ja, ich bin ja bi. Ne? Ja, klar, weiß ich. Aber wenn du es noch nicht wusstest, dann weißt du es. Dann weiß ich es jetzt. Und ja, wenn man sich da sympathisch ist und das gelingt, dann, ich finde, dann gelingt nicht nur ein perfekter Orgasmus, sondern auch direkt mehrere. Wir reden heute über den perfekten Orgasmus. Oh. Und ja. Da hätte ich gerne von dir gewusst, hast du schon mal einen vorgetäuscht? Ja. Nein. Schwierig, ja. Aber das Problem ist, der weibliche Orgasmus ist so komplex, ehe du das einem Mann irgendwie erklären kannst und vor allem, wenn es halt irgendwie nichts so Konkretes ist, dann ja. So, jetzt musst du mir noch ganz kurz verraten, wie gelingt der perfekte Orgasmus? Schnell. Schnell. Wie magst du es? Ach, da bin ich auch so in der Stimmung. Auf meist oft einmal härter, aber ja, so ein bisschen von hinten und dann ein bisschen, ja, Doggy. Welche Toys nimmst du so? Ich mag Wand-Vibratoren super gerne für die Klit. Ja. Da habe ich mir auch einen heute, gestern gekauft. Sehr gut. Und ja, sonst einfach normale Vibratoren. Hau raus, komm. Wir sind hier auf der Venus. Okay, ich oben. Du oben? Mhm. So. Und das ist auch die Position, wie du am leichtesten zum Höhepunkt kommst. Die für mich am leichtesten ist, ja. So. Jetzt bin ich gespannt, ob dein Freund... Seid ihr verheiratet? Nein. Nur ein Paar? Wir sind ein Paar, ja. Wie lange schon? Noch nicht lange. Noch nicht lange. Na, dann brechen wir doch das Eis. So, jetzt musst du durch. Okay. Wärst du enttäuscht, wenn ein Mann dich nicht zum Orgasmus kriegt? Nö. Kann das ein Trennungsgrund sein sogar? Wenn es auf Dauer ist und er nichts ändern möchte, ja, aber es muss nicht, also ich muss nicht bei jedem Mal Sex einen Orgasmus haben. Was glaubst du, in welcher Position kommt deine Freundin am besten? Wenn sie auf mir drauf sitzt. Herzlichen Glückwunsch!
Ihr seid wie füreinander gemacht. Wahnsinn. So, das war's auch schon wieder von der Venus in diesem Jahr. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schaltet beim nächsten Mal unbedingt wieder ein. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, damit ihr in Zukunft keines meiner Videos mehr verpasst. Könnt auch gerne noch die Glocke aktivieren. Dann sehen wir uns nächste Woche im nächsten Video wieder. Macht es gut und auch bis nächstes Jahr auf der Venus. Das machen wir jetzt jedes Jahr. Wird geil.